Ja, bevor wir uns den Ursachen des Linksextremismus und des Rechten und des Rechtsextremismus zuwenden, wieder kurz die Weltrettungsformel, die Ihr Leben verbessern könnte, wenn Sie es praktizieren. Sagen Sie allen Leuten um Sie herum, sagen Sie demnächst am besten, sagen Sie uns bitte jetzt sofort. Dann Ihre Telefonnummer vielleicht, wo wir uns irren, wenn wir die Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnung, Kombination plus die völlig andere Gesprächskultur der Professor Sir Karl Popper Falsifikationismus-Talks für unsere letzte Hoffnung halten. Ja, nun zum linksextremistischen Gedankengut. Und zum rechtsextremistischen Gedankengut. Woher kommen die? Ja, also alles linke Gedankengut kommt hauptsächlich aus den vorteilbringenden Irrtümern der Sozialsparten. Sicherlich spielen auch die Waffensparten noch eine gewisse Rolle, weil zum Beispiel die Aufhetzung zu einer Revolution mit Gewalt natürlich auch einen einzigen Gewinner hat, nämlich die Waffenkonzerne. Denn die für eine Revolution werden ja wiederum Waffen konsumiert und verbraucht. Ja? Aber die Hauptsache bilden die Sozialspartler, die eben sozusagen dazu aufhetzen, also in den Sozialspartlern, in den Köpfen der Sozialspartler kam es zu Mutationen des Geistes, zu mimetischen Mutationen, nicht zu genetischen Mutationen, sondern mimetischen Mutationen, also zu Irrtümern. Und ein Teil der Irrtümer ist wertlos quasi, aber ein Teil der Irrtümer ist auch wertvoll im Sinne von vorteilbringende Irrtümer. Ja? Und diese Irrtümer bringen dann den Sozialsparten Vorteile, indem sie die Welt aufhetzen dazu, die Gesellschaft in linkere Richtung zu bewegen, was immer dazu führt, dass mehr Arme, mehr Obdachlose, mehr Arbeitslose, mehr sozial Schwache die Folge sind, woran sich dann im Sinne neuer Kundschaft, die Sozialspartler bereichern können, größere Karriere machen können und so weiter und immer gefragter werden und immer mehr Stellen geschaffen werden und so weiter. Ja? Das ist so ähnlich wie wenn bei der Polizei, je mehr da los ist, desto mehr ist der Bürger bereit, mehr Stellen zu bewilligen. Und je mehr Armutsphänomene es in der Gesellschaft gibt, desto mehr ist der Bürger bereit, auch Stellen für Sozialspartler zu bewilligen und zu bezahlen, letztendlich. Ja? Und das ist die völlig falsche Logik, weil je mehr es von den Sozialspartlern gibt, desto mehr produzieren die sich, so genauso wie je mehr Ärzte es gibt, desto mehr produzieren sie sich zusätzliche Kranke. Genauso produzieren sich die Sozialspartler leider in der Marktwirtschaft mehr Armut und mehr Arme und die Sparten innere Sicherheit produzieren mehr Verbrecher. Ja? Und so ist das in der Marktwirtschaft, während in der Gemeinwohl Ökonomie, Gemeinwohl-Wirtschaftsordnungskombination, GWÖ-GWO-Kombi, es genau umgedreht ist. Da wird jeder einzelne Mitarbeiter der verschiedenen Sparten nur noch belohnt, wenn er uns allen nützlich ist, also als Mitglied der Sparte Innere Sicherheit macht man nur noch dann Karriere und verdient gut, wenn die Zahl der Verbrecher sich Richtung Null bewegt. Und im Gesundheitssparten kriegt man nur noch dann gutes Geld, wenn die Zahl der Kranken sich Richtung Null bewegt. Und bei den Sozialsparten kriegt man nur noch gutes Geld, wenn die Zahl
der Armen, Obdachlosen, Arbeitslosen und so weiter immer geringer wird, weil man die sozusagen von der Straße schafft und in Wohnungen und in Arbeit bringt und so weiter, ja? Ja, und so ist das linksextremistische Gedankengut ausgebildet aus überwiegend den Vorteil bringenden Irrtümern der Sozialspaten und ein bisschen auch der Waffensparten, ja? Die Revolutionsideen, die sind sicherlich gespeist auch von Irrtümern der Waffensparten. Und die rechtsradikalen und rechten Ideen, besonders die Verschwörungstheorien und all das auch die rassistischen Gedanken, alle das, was immer wieder auch aufhetzt zu Konflikten zwischen Menschen und was die Verschwörungstheorien, die Leute aufhetzen dazu, alle Leute anzugreifen als vermeintliche Verbrecher, wodurch dann die Polizei gerufen werden muss und diejenigen, die die anderen als Verbrecher beschimpft haben, jetzt sozusagen dann vor Gericht geführt werden müssen und dann werden Rechtsanwälte beschäftigt, Staatsanwälte und so weiter. Ja, also das heißt, die Sparten innere Sicherheit, Polizisten, Rechtsanwälte, Richter, Staatsanwälte, Gefängniswärter und so weiter. All diese Sparten können sich dann bereichern und die größten Karrieren machen, wenn sie eben die Menschen durch ihre Irrtümer anregen dazu, erstens Gesetze zu brechen, andere leichtfertig als Verschwörer und Verbrecher zu beleidigen, allen möglichen das Verbrechertum zu unterstellen. Denken Sie nur an diese ganzen Galgen, die dann oft mit bei Demonstrationen mit sich geführt werden. So nach dem Motto, diese Verbrecher gehören an den Galgen. Alleine solche Dinge, wenn man da auch noch ein Name genannt wird oder eine Person genannt werden, ist das ja eigentlich alles schon eine Art falsche Verdächtigung oder üble Nachrede oder Verleumdung oder was auch immer, wie das dann juristisch genau heißt. Aber es ist auf jeden Fall eine strafbare Handlung. Und so weiter. Und dazu hetzen solche Ideen auf. Und so, dass man sagen kann, ganz vieles des Gedankengutes der rechten Szene stammt aus den Sparten innere Sicherheit. Sicherlich gibt es da auch noch andere Sparten, die da auch noch diese verrückten Gedanken speisen. Aber das dürfte die Hauptsache sein, ne? Ja, soweit für diese Sendung. Tschüssi.